herzlich willkommen zu einem neuen Video auf BrautTV. Heute mit dem Thema Cocktailbar und ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Wenn ihr dieses Video schaut, dann steckt ihr wahrscheinlich gerade mitten in den Hochzeitsvorbereitungen und das ist bestimmt alles super, super stressig und ihr habt sehr viel zu tun. Aber ich sag euch, genießt die Zeit, weil die Vorbereitungszeit wird euch so sehr im Gedächtnis bleiben. Und so ist es auch bei uns. Also wir denken echt noch oft an die Vorbereitungszeit für unsere Hochzeit. Ein Thema der Vorbereitung war auch das Thema Cocktailbar. Wir haben uns überlegt, möchten wir eine Cocktailbar haben oder nicht? Für uns war klar, dass wir unseren Gästen auch Cocktails anbieten möchten. Nur war jetzt die Frage, wie wir das Ganze gestalten möchten. Wir haben uns dann für eine mobile Cocktailbar entschieden. Das heißt, wir haben eine Cocktailbar gemietet mit einer Barkeeperin, die dann frisch für die Gäste die Cocktails zubereitet haben. Wir haben da auch Cocktailkarten dann verteilt an unsere, also auf den Tischen und auch an der Cocktailbar, auch an den Stehtischen, dass die Leute dann immer gucken können, welche Cocktails gibt es denn. Wir haben die Cocktailbar nicht den kompletten Tag eröffnet, sondern ab 21 Uhr. Wir fanden, das ist eine ganz coole Zeit für Cocktails. Nach dem Abendessen, nach dem Dessert hat man dann vielleicht Lust auf einen Cocktail. Und die Bar wurde auch extrem gut angenommen. Also wir hatten sehr, sehr, sehr viele Cocktailtrinker an dem Abend. Selbst die Kinder haben sich direkt als erstes angestellt und sich einen alkoholfreien Cocktail mixen lassen. Wir fanden das ganze Prinzip sehr, sehr gut, denn die Barkeeperin hat dann die Cocktails nach den Wünschen der Gästen gemischt. Manche wollten zum Beispiel eine alkoholfreie Variante von einem bestimmten Cocktail oder wollten weniger Alkohol drin haben oder wollten irgendeinen Saft weglassen. Also da haben wir dann direkt gesagt, wenn die Gäste irgendwas geändert haben möchten, ist das für uns überhaupt gar kein Problem. Wir haben uns dafür entschieden, 5 Cocktails auf die Karte zu setzen und 3 alkoholfreie Cocktails, haben aber dann mit der Barkeeperin ausgemacht, wenn die Gäste irgendwas anderes haben möchten, was so nicht auf der Karte steht, wofür sie aber die Zutaten da hat, dann kann sie das auch sehr, sehr gerne unseren Gästen zubereiten. Nur wir wollten eben eine gewisse Begrenzung haben, dass wir nicht 20.000 Cocktails auf die Karte schreiben und sie 20.000 verschiedene Alkoholsorten mitbringen muss. Deswegen dachten wir, okay, 5 für jeden Geschmack soll da etwas dabei sein. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir 5 Cocktails nehmen, mit denen man noch viele andere Cocktails mischen kann. Wisst ihr, was ich meine? Dass es nicht zu spezielle sind, bei denen der Alkohol zum Beispiel nur für diesen einen Cocktail benutzt werden kann, sondern dass es so Basic Cocktails quasi sind, die auch als Grundlage für andere Cocktails dienen. Außerdem, und das kann ich euch auch sehr empfehlen, haben wir uns auch noch für 3, wie nennt man das, Aperitifs, nein, so Aperol, Hugo und Lillet entschieden. Ich glaube, das waren 3 Stück oder so. Und vor allem Lillet Wildberry kam so gut an. Ich kannte das tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wir haben letztes Jahr geheiratet und die Barkeeperin hat uns das dann vorgeschlagen, hat gemeint, das ist super lecker und gerade die Mädels trinken das sehr gerne. Ist eine tolle Alternative zu Hugo und zu Aperol. Und zwar ist das Lillet, das ist glaube ich so ein Weißwein mit, ich weiß es nicht. Ich kann euch gerne mal einen Link in die Infobox setzen, was da das Rezept ist. Oder ich schreibe euch das Rezept in die Infobox. Und Himbeeren sind auf jeden Fall dabei. Und das kam richtig gut an bei unseren Mädels. Teilweise kannten die das Getränk auch noch gar nicht, haben es an der Hochzeit zum ersten Mal getestet. Und als wir vor kurzem mit Freunden etwas trinken waren, hat sich dann eine Lillet Wildberry bestellt und meinte, da muss sie immer an unsere Hochzeit denken. Und das ist so, so schön. Was vielleicht auch noch eine Idee für euch wäre, ist, den Cocktails eigenen Namen zu geben. Auch das hatten wir vor. Wir hatten auch schon Cocktailnamen. Wir haben uns dann aber ganz kurzfristig, bevor wir die Cocktailkarten gedruckt haben, doch dagegen entschieden. Zum Beispiel Cuba Libre wird oft der Bräutigam genannt, weil es so ein dunkler Cocktail ist, was an den Bräutigamanzug erinnern soll. Oder wird der Zylinder genannt, wenn der Bräutigam einen Zylinder aufhat an der Hochzeit. Aber wir wollten da nicht für mega Verwirrung sorgen, dass die Leute gar nicht wissen, was das für ein Cocktail sein soll. Deswegen haben wir uns für die normalen Namen entschieden. Aber vielleicht wäre das ja für euch eine Idee und ihr möchtet dann so eine spezielle Cocktailkarte euren Gästen anbieten.
Was ich auch euch empfehlen kann, und zwar haben wir das vor kurzem an einer Hochzeit selbst getestet quasi, sind fertig gemischte Cocktails. Wenn ihr sagt, okay, wir möchten jetzt keine großartige Cocktailbar, wir möchten keinen Barkeeper haben, bei uns ist es alles so ein bisschen lockerer oder wir haben keinen Platz, eine Cocktailbar zu stellen oder wir möchten das ganz einfach nicht, dann kann ich euch auch empfehlen, fertig gemixte Cocktails. Ihr könnt da mal gucken, ob das bei euch im Großmarkt zu finden ist oder bei irgendwelchen Händlern in der Umgebung, vielleicht auch irgendwelchen Saftherstellern, die dann aus den eigenen Säften Cocktails machen. Das kann ich euch echt empfehlen. So kann sich denn jeder Gast selbst seinen Cocktail eingießen. Und das ist natürlich auch super cool für eure Gäste und kommt sehr, sehr gut an. Also das kann ich euch auch als eine Alternative zu einer normalen Cocktailbar empfehlen. Falls ihr noch Fragen zu dem ganzen Thema habt, könnt ihr mir sehr gerne eure Fragen in den Kommentaren hinterlassen. Dann beantworte ich sie euch in den Kommentaren gerne. Und ihr dürft mir natürlich auch eure Videowünsche schreiben. Was möchtet ihr als nächstes auf diesem Kanal sehen? Hinterlasst mir euer Feedback in den Kommentaren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch im nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dann. Ciao.